Guten Tag, mein Name ist Ricardo Ferronato. Ich bin der Werksleiter von Special Springs, einem Unternehmen, das 1978 für die Herstellung von Pressformfedern entstanden ist. Seit 1990 stellen wir Gasdruckfedern her, die unserem Unternehmen zu einem besonderen Wachstum verholfen haben. Anfangs gingen alle Bediener mit der Stückliste an die Regale, um die Halbfertigteile zu entnehmen. Das Unternehmen wollte die Kommissionierungsvorgänge beschleunigen, weshalb jetzt die Bauteile der Gasdruckfeder in den Modularsystemen gelagert werden. Jede Woche werden mir die Arbeitspläne der Montagestationen vorgelegt. Darin sind die Stücklisten der verschiedenen Zylinder enthalten, die jede Woche montiert werden müssen. Von meinem Computer drucke ich die Stückliste aus und importiere sie in das Modular-System mit der FIFO-Logik. Ich entnehme das Material und bringe es dem Bediener. Der Gewichtsnullsteller hat erheblich dazu beigetragen, Zeit und Kraft zu sparen, indem die Handhabung schwerer Lasten und die Einnahme falscher Stellungen reduziert wurden. Im Modular-System gibt es 75 Schubfächer mit jeweils 12 Boxen. Das Durchschnittsgewicht einer Box beträgt etwa 30 Kilogramm. Da sich das Unternehmen über 2 Etagen erstreckt, haben wir die Möglichkeit, das hergestellte Material im Kellergeschoss in das Lager zu laden. Das Bedienpersonal im Erdgeschoss entnimmt die Ware aus dem Modular-System und bereitet es für den Versand vor. Auf diese Weise war eine generelle Rationalisierung des Speditionsverfahrens möglich. Wir haben die Geschwindigkeit erhöht und die Lagerfehler reduziert, die jetzt viel leichter überwacht werden können als früher. Die Zuverlässigkeit ist sehr hoch. Die Entscheidung, weitere 3 Maschinen anzuschaffen, war auch hierauf zurückzuführen.